liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Ich darf Sie und euch alle ganz herzlich grüßen am heutigen vierten Adventssonntag. Von Sehnsüchten, von Verheißungen und vom Vertrauen waren in den vergangenen drei Adventssonntagen die Rede. Heute nun, am vierten Adventssonntag, geht es um das Thema der Botschaft. Mit einer Botschaft auf dem Weg zur Krippe. So lautet die Überschrift über den heutigen vierten Adventssonntag. Und wir hören von der zentralen Botschaft des Advents überhaupt. Lassen wir uns nun überraschen, was wir hier am Hirtenfeuer nun sehen und hören werden. Als Hirte werde ich langsam ungeduldig. Seit Wochen reden wir über Sehnsucht, Verheißung und Vertrauen. Und was passiert? Nichts. Als Soldat habe ich die Botschaft des Kaisers verkündet. Jeder soll in seine Heimatstadt gehen und sich in eine Liste eintragen lassen. Davon habe ich schon mal in einer Geschichte gehört. Es soll ein neuer König geboren werden. Nur was soll das für uns Hirten bedeuten? Ich bin ein Wirt und durch die Volkszählung ist bei mir so viel los, ich muss sogar eine schwangere Frau wegschicken. Das gibt es doch nicht. Irgendwo muss doch noch ein Plätzchen frei sein. Ich habe es in den Stall der Nähe der Stadt weggeschickt. Ich glaube, jetzt kann es wirklich nicht mehr lange dauern. Kommst du denn darauf? Jetzt haben wir schon so viele Botschaften erhalten. Und irgendwie muss das doch alles zusammenhängen. Ich spüre, unser Retter ist nahe. Von der zentralen Botschaft im Advent ist heute am vierten Adventssonntag die Rede. Nämlich, dass der Messias bald kommt, dass das Jesuskind bald geboren wird, dass der Emanuel kommt, der Gott mit uns. Das ist dies die zentrale Botschaft, auf die wir zugehen, auf die wir uns vorbereiten in der Adventszeit. Und in der Evangeliumstelle hören wir heute am vierten Adventssonntag davon, wie der Engel Gabriel zu Maria kommt, wie er ihr all dies verheißt und wie er zu ihr sagt, fürchte dich nicht. Maria kann es gar nicht begreifen, es übersteigt ihren kleinen menschlichen Verstand. Aber Maria, die einen tiefen Glauben hat, ein tiefes Gottvertrauen hat, sie sagt am Ende, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Maria willigt ein in den Plan Gottes mit ihr. Und so geht es auch für uns darum, dass wir immer wieder genau hinhören auf die Botschaften, die Gott hineinspricht in unser Leben, manchmal ganz kleine Botschaften, manchmal größere Botschaften. Und dass auch wir einwilligen in den Plan Gottes mit uns, dass wir Ja sagen zum Willen Gottes für uns. So wünsche ich uns nun intensive letzte Adventstage in der vierten Adventswoche. Ich wünsche uns eine gesegnete letzte vierte Adventswoche und dann ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.